Hallo und herzlich willkommen zurück zu Echo. Ich habe jetzt hier einen Tag und also eine Nacht und fast den ganzen Tag mal laufen lassen, wieder den Server, und habe jetzt wieder 67 Skillpunkte. Und ich habe gerade eine große Fuhre an Bricks. Nein, du läufst nicht. Warum läufst du nicht? Du solltest laufen. Hast du schon wieder kein... Alter, dieses Ding verbraucht so viel an Holz. Das ist echt nicht mehr feierlich. Das ist ein bisschen nervig. Wir brauchen dringend eine Kohlequelle. Ich hoffe, wir finden irgendwo ein Kohlevorkommen. Das wäre echt hilfreich. Du springst wieder an, ja, ne? Tust du nicht, weil es im falschen Slot liegt. So, ich bastel hier fleißig Steine in allen Formen und Farben. Also Bricks und Mortared Stone. Für unsere Bloomery, die übrigens fertig ist. Hier ist sie. Smithing Skillbook. Katsching. Katsching. Jawohl. So, und nun sollten wir hoffentlich Schmitting endlich skillen können. Jawohl. Schmelting. Copper Ingot Schmelt. Copper Recipe. Copper Schmelting Efficiency. Okay. Eisen Ingot. Dann wirst du zu Gold. Und dann Alloys. Okay. Kein Problem. Toolsmithing. Oh, da müssen wir hin. Da. Express Big Shovel. Da wollen wir hin, Freunde. Da wollen wir hin. Big Shovel. Toolsmithing. Da muss ich bestimmt einiges an Ingots für hergeben, garantiert. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel das kostet. Toolschmitting. Tool. Ist immer mehr hier. Toolschmitting. Was? Nur ein bisschen Holz? Uppala. What the hell? Das machen wir sofort. Hab ich noch Holz drin? Hab ich noch. Nur 6. Hab ich hier noch Holz drin? Nicht wirklich, wa? Oh mein Gott, das wäre super geil, wenn wir schnell die Big Shovel kriegen würden. Sorry, das klaue ich mal wieder. Sorry. Zack. Jawoll! Tool Schmitting. Upp. So mag ich das. So, hier unten kommt wieder das Buch rein. Okay, jetzt brauchen wir die Bloomery. Die bekommen wir hier drüben. Bloomery. Das ist 8 Sand, 40 Spreader und eine Menge Stein. Bretter. Habe ich Bretter schon vorbereitet? Ich glaube nicht. Die letzten Mal, da haben wir, glaube ich, für das eine Dingens. Hab ich hier irgendwas drin gerade? Das eine Research-Ding ausgegeben. Hier hatte ich, glaube ich, jetzt alles Holz raus. Yeah. Das wird auch langsam knapp, weil ich die lieber für die Bricks benutze und Co. Ach Quatsch. Das bleibt schon hier drin und daraus machen wir Bretter. Board. Noch scheiß teuer. Ganz fürchterlich. Okay, es ist zwar gerade Nacht mal wieder, so wie immer irgendwie. Gut, wir brauchen Holz und Steine und ein bisschen Sand. Erstmal ein Stack Sand, dann auf dem Weg noch ein Bäumchen fällen und dann den Stein mitbringen. Echt viel Eisen angekarzt, sag ich euch. Das ist eine Menge gewesen. Heieiei. Können wir die Bretter eigentlich nochmal effizienter machen? Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Carpentry. Barrel. Bookshelf Board Recipe. Decreased Lock Cost. 20 Punkte! Alter Vater, das ist das letzte Ding jetzt, ne? Boah. Bretter, wo sind sie denn? 65%. Oh, das ist teuer.
können wir in Speed investieren. Tja, schade. Gut. Hallo, Mr. Zu. Ich habe jetzt schon voll die Löcher im Wasser. Oh ja, das fließt irgendwie gar nicht mehr richtig nach. Naja, Pech. Nein, was ist das? Brauchen halt den Platz fürs Holz. 8 Sand, gut. Steine, das waren 16, glaube ich. Können wir, glaube ich, eben das Quarry rausholen. Da sollten wir eigentlich noch eine Menge Steine drin haben. Rein theoretisch, wenn nicht alles mit Dirt noch voll ist. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Ich freue mich auf die Big Shop, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Das macht alles so viel einfacher. 10 Steine haben wir hier noch. Ich glaube, unten nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, die Kiste direkt weggepackt. Egal, wir können hier oben noch ein paar Steine holen. Kann man noch einiges rauspflücken. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, die nehmen wir jetzt mal so mit. Kann nie genug Stein haben. Zum Glück hat der Karren so eine relativ hohe Hitbox. Das ist sehr praktisch. So, Moment, halt, stopp, beim Eingucken, 18 Steine. Dann werden wir direkt mal dich fällen, mein Freund. Das ist gerade wunderschön im Weg hier. Das sind Steine, ja wunderbar. So. Scheibchen schneiden. Möglichst akkurat. Material sparen. Ihr kennt mich, ich bin ein Sparfuchs. Ganz gut aus. Ich frage mich, wie viel man so maximal aus so einem Baum rauskriegen kann, ey. Das stimmt. Viel. Stell dir mal vor, wir würden 2 kriegen, ey. Das wäre richtig übel. Das kostet, glaube ich, 25 Punkte. Das zweite extra. So. Wobei man sich die mal ruhig gönnen könnte. Moment. Wollen wir uns die mal gerade gönnen, weil wir sowieso gerade so viel freigeschalten haben? Survival. Gut. 35 Punkte. Okay, das ist wiederum eine andere Hausnummer hier. Okay, 35 Punkte. Okay, das ist aber auch eine Menge, ehrlich. Auch schon voll? Okay, dann fahren wir zurück. Dann würde ich sogar noch mal in die Bretter-Efficiency rein investieren wollen, die letzten Punkte, weil wir müssen ja für jeden Scheiß so viel Bretter machen, dass sich das auf jeden Fall, denke ich, lohnt. So, nee, halt erstmal das. Du bist schon fertig? Oh, so gefixt. Carpentry. 20 Punkte. Das kostet. Hauptsache Board Recipe. Bei 65%. Geht eigentlich noch mehr?
80%. Oh, mit 30 Punkten. Das ist auch teuer. Aber cool. Können wir noch ein bisschen was essen hier? Ja, geht wieder besser. So. Gut, dann mehr Bretter, bitte. Bretters. Dann tun wir mal mehr Bretters holen direkt. So, wie viel brauche ich noch? Ich habe 18 Bretter. Wie lange dauerst du? Ein bisschen noch. Hier ist noch Holz drin. Ein paar Steine sind ja auch noch drin. Was habe ich gesagt? Wo sind wir hier, ne? Quatsch. Ich war bei... Ach, bei der Bloomery, oder nicht? Ich Idiot. Bloomery. Nein, oh, verdammt. Und die ist nicht hier. Clever. Bloomery. Also für die Bloomery brauche ich 40 Bretter. Sind sie jetzt hin? Gut. 40 Bretter, 16 Stein, 8 Sand. Das Schöne ist, wir können die schon mal in Auftrag geben. Dann macht sie soweit den Progress voll, bis sie halt kein Material mehr hat. Was sehr praktisch ist. So, ich denke, wir werden auch erstmal das hier abbrechen. Damit ich schon mal die Bloomery quasi ansteuern kann. Hier fehlt, steht ja noch, was hier alles so missing ist. Achso, ich glaube, ich brauche erstmal die ersten paar Bretter, damit ich schon mal anfangen kann. Dann hole ich mir meine Bretters. Ich glaube, hier ist hingetan, ich Idiot. Ich glaube, hier ein. Ja! Oh Mann. Jo, okay. Oh, die Bloomery wird toll. Das wird toll, das wird toll. Bitteschön. Jawohl. Missing 22 Bretter. Dann machen wir die noch. Und dann haben wir eine coole, coole Bloomery. Yay. Ich freue mich. So. Quatsch. Was mache ich da? 22 Bretters. Brauchen wir wohl alles für die Bloomery. Ich bin sehr gespannt. Steht es da schon dran? Das wäre gut. Wir gucken mal. Also, die Bloomery. Steht nicht dran. Damit. Okay. 22 Bretter, wir kommen noch. Wir können bis 45% gehen. Das ist gut. 10 Minütchen. Jawohl, jawohl. So. Ich hoffe, die passt hier mit rein. Aber ich glaube, dafür muss ich jetzt sicherlich das Holzdach entfernen. Wir werden sehen. Wir müssen eh noch anbauen oder aufbauen wohl eher. Ich glaube, oben drauf bauen macht da mehr Sinn. Ich mache ja gerade ordentlich viel Bricks und Steine, wobei es, glaube ich, insgesamt noch immer lange nicht reichen wird. Wir müssen mal ganz kurz jetzt noch zum Schluss der Folge ein wenig sortieren, weil wir haben inzwischen so viele Krimskrams hier rumfliegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das darf hier drin liegen, das darf auch hier drin liegen. Das sind meine Dächer, die muss ich noch verteilen. Arrows, die kommen mit. Und ihr kommt auch mit. Die tun wir erstmal hier ablegen. Mhm. Die Arrows inklusive Bogen können wir dann mal bei einer Essenskiste ablegen, weil Jagen ist auch Essen. Da kriegen wir das Feld neu angepflanzt. Müssen wir gleich auch mal ganz kurz abernten und hier eine zweite Kiste hinstellen, weil hier ist gerade auch voll. Na toll. Draufstellen ist wohl nicht. Dann vielleicht hier den Weg einrahmen. Ja. Willst du mich verkackeiern?
Willst du mich verkackeiern? Das gibt's doch gar nicht. Hab ich nicht gerade abgelegt? Eigentlich schon. Anscheinend nicht. Oh nein, der Server hat sich wieder verhängt. Okay, dann würde ich sagen, muss ich auf jeden Fall neu starten. Ich glaube, die Folge könnte ein bisschen zu kurz sein. Eventuell, also wir sehen uns jetzt mal in der nächsten Folge wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!